Mein Name ist Amelie Zoch. Ich habe die Projektbetreuung mit den Heidekreiskliniken seitens der Trinovis übernommen. Trinovis ist ein mittelständisches Unternehmen mit dem Sitz in Hannover und wir sind seit vielen Jahren auf die Datenverarbeitung im Gesundheitswesen spezialisiert. Das ist einerseits arbeiten wir mit kommunalen Krankenhäusern bis hin zu Universitätskliniken zu ganz einfachen marktanalytischen Fragestellungen zusammen, also wie stehe ich mit meinen Leistungen auf dem Markt, gibt es positive oder negative Entwicklungen, andererseits wie ist das Einweiserverhalten oder auch wie ist die Wettbewerbssituation vor Ort, bis hin zu ganz umfangreichen Gutachten, Analysen im Hinblick auf die Ausrichtung der Medizinstrategie. Und auf der anderen Seite betreuen wir oder arbeiten sehr viel auch mit Entscheidungsträgern zusammen im Hinblick auf versorgungsanalytische Fragestellungen, krankenhausplanerische Fragestellungen, wo wir eben auch Szenarien abbilden möchten. Wie wird sich die Versorgungssituation in bestimmten Regionen verändern, wie in diesem Fall, in diesem Projekt, bei einem Krankenhausneubau. Und diese Dinge untersuchen wir seit vielen Jahren und sind da auch gemeinsam tätig. Wir arbeiten mit einem recht umfangreichen Datenpool von medizinischen und statistischen Daten, die hauptsächlich auch öffentlich verfügbar sind, die wir eben jährlich ausführlich aufbereiten und aktualisieren in einem Datenmanagement. Bei den statistischen Daten beziehen wir uns auf Diagnose- und Prozedurenstatistiken vom Statistischen Bundesamt, um auch bestimmte Fallpotenziale, also einen sogenannten Versorgungsbedarf in Regionen bestimmen zu können. Auf der anderen Seite die Bevölkerungsdaten vom Statistischen Bundesamt und die Prognosen der Landesämter. Bei den Struktur- und Leistungsdaten beziehen wir uns hauptsächlich auf die öffentlich verfügbaren Qualitätsberichte der Krankenhäuser, wo wir eben die dort hinten dokumentierten Hauptdiagnosen und Prozeduren entnehmen, um eben Leistungen vergleichbar zu machen. Wir versuchen auch weitere Informationen, alles was der Qualitätsbericht hergibt, noch zu integrieren, seien es ambulante Behandlungen, die Ausstattung der Kliniken etc. bis hin zu Qualitätsindikatoren im Vergleich. Und diese öffentlich verfügbaren Daten kombinieren wir dann in einem Projekt mit den Abrechnungsdaten einer Klinik, in dem Fall eben mit den Daten aus dem Jahr 2019 von den Heidekreiskliniken, um bestimmte wirtschaftliche Kennzahlen wie einen Marktanteil errechnen zu können. Wir sind seit längerer Zeit in Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Rogge und haben versucht, eine geeignete Datengrundlage zur Verfügung zu stellen im Hinblick auf einen zukunftsfähigen Krankenhausneubau und die Ausrichtung der Medizinstrategie in diese Richtung. Dafür haben wir zunächst erstmal die klassische Ist-Analyse durchgeführt und uns die Region näher angeschaut. Wir haben geguckt, wie ist die Versorgungssituation derzeit mit den beiden Standorten in Walsrode und Soltau. Wir haben geschaut, was gibt die Region her an medizinischem Potenzial, wie ist die Bevölkerungssituation und wie wird sie sich zukünftig verändern, und sind dann in die medizinischen Fachbereiche eingestiegen und haben gemeinsam mit den Chefärzten in Workshops untersucht, wo gibt es positive oder negative Entwicklungen, in welchem Fachbereich kann auch im Hinblick auf den Krankenhausneubau, gibt es Chancen, sich zu erweitern bzw. Leistungen auszubauen, und welche Bereiche birgen Risiken, und haben dann gemeinsam mit den Chefärzten da einen Fahrplan auch für die nächsten kommenden Jahre ausgearbeitet. Hinsichtlich der Standortfrage wurden wir beauftragt, die vier Suchbereiche für die verschiedenen Standortoptionen hinsichtlich verschiedener Bewertungskriterien zu untersuchen. Da haben wir einmal die Erreichbarkeit untersucht dieser Standorte. Wie groß ist das 30 Minuten Einzugsgebiet? Und auf der anderen Seite haben wir simuliert, wie sind die Patientenströme im Hinblick auf die Fallherkunft der Patienten und wie groß ist die Marktausschöpfung? Das sogenannte Gravitationsmodell haben wir entwickelt, um zukünftige Versorgungsszenarien im Hinblick auf Veränderungen der Versorgungssituation bei beispielsweise einem Marktaustritt oder, wie es in diesem Fall ist, bei einem Krankenhausneubau zu untersuchen. Wie werden die Patienten sich verhalten bei Veränderungen dieser Versorgungssituation? Wir haben für dieses Gravitationsmodell zwei Faktoren, die dort reinspielen.
Einerseits ist die Krankenhauswahl der Patienten Abhängigkeit von der Fahrzeit. Das heißt, je weiter entfernt ein Anbieter liegt zu meinem Wohnort, desto weniger würde ich mich auch entscheiden, diesen Anbieter anzuwählen für meine medizinische Behandlung. Und auf der anderen Seite die Attraktivität der Standorte, das heißt die medizinische Qualität anhand der Fallzahlstärke. Je häufiger eine Behandlung durchgeführt wird, desto besser ist auch die Qualität, das heißt, desto höher ist auch die Spezialisierung in diesem Bereich. Als Patient würde ich demnach das Haus eher anwählen. Das Modell beruht auf einem recht umfangreichen Verfahren, was für jede Postleitzahl ein Gewicht ausgibt, in Abhängigkeit von den umliegenden Wettbewerbern und dem vorliegenden Versorgungsbedarf. Das heißt, je höher der Einfluss des Wettbewerbers oder des Anbieters für diese Postleitzahl, desto höher ist auch das Gewicht in Abhängigkeit von diesen beiden Faktoren Entfernung und Attraktivität. Gemeinsam mit dem Architekturbüro Georg von Luckwald haben wir die vier möglichen Standortoptionen anhand von Geokoordinaten definiert und diese Geokoordinaten anschließend in unser Datenmodell integriert. Dann haben wir aufgesetzt und die Entfernungsberechnung anhand von Pkw-Fahrzeiten von den einzelnen Postleitzahlgebieten zu den vier möglichen Klinikstandorten durchgerechnet. Hierbei haben wir die Postleitzahlen nochmals in kleinere Kachelungen unterteilt, die sogenannte PLZ-8-Systematik, um punktgenauer die Startpunkte der Fahrzeiten berechnen zu können. Unser Fahrzeitenmodell beruht auf dem Straßensystem des Anbieters HereMaps. Dabei werden verschiedene Straßen in verschiedene Segmente unterteilt, von Bundesstraße bis hin zu Kreis- oder auch Stadtstraße. Und diese Straßentypen haben daraufhin nochmals verschiedene Fahrzeitenprofile, von schnell, mittel bis zu langsam. Je nach Belastbarkeit und regionalen Gegebenheiten werden diese Fahrzeitenprofile den Straßentypen zugeordnet. Danach lassen wir eine Routenberechnung durchführen, die uns immer die schnellstmögliche Route anhand der verschiedenen Fahrzeitenprofile errechnet zum Klinikstandort. Anschließend haben wir die beiden Faktoren Attraktivität und Fahrzeit im Modell definiert. Die Attraktivität anhand der Fallzahlstärke und bei der Fahrzeit haben wir zwei Varianten durchgespielt. Einerseits die Variante, bei der für die Patienten die Attraktivität eine größere Rolle als die Fahrzeit zum nächstgelegenen regionalen Anbieter spielt. Das heißt, die Patienten sind eher bereit, auch einen weiteren Weg auf sich zu nehmen, aufgrund der medizinischen Qualität an bestimmten Standorten. Auf der anderen Seite haben wir die Variante der Fahrzeitdominanz durchgespielt, bei der die Fahrzeit zum nächstgelegenen regionalen Anbieter den Patienten eine größere Rolle spielt als die medizinische Qualität anhand der Fallzahlstärke. Diese Simulation haben wir auf Basis von drei Bewertungskriterien durchgeführt. Im ersten Schritt haben wir die Erreichbarkeit untersucht, im nächsten Schritt die Patientenströme und letztlich die Marktanteile. Bezogen auf die Erreichbarkeitsanalyse der vier möglichen Standorte haben wir uns an der Vorgabe vom GBA, der 30-minütigen Erreichbarkeit eines Krankenhauses der Grund- und Regelversorgung, orientiert und haben das 30-Minuten-Einzugsgebiet dieser Standorte untersucht. Wir haben bei diesem 30-Minuten-Einzugsgebiet verschiedene Kennzahlen untersucht. Einerseits, wie hoch ist die Einwohnerzahl, die innerhalb von 30 Minuten diesen Klinikstandort erreichen könnten anhand der Pkw-Fahrzeiten? Und auf der anderen Seite, wie hoch ist das Fallpotenzial in diesem 30-Minuten-Einzugsgebiet? Das heißt, wie hoch ist das Potenzial für ein stationäres Krankenhausaufkommen? Für jeden der vier Standortoptionen haben wir diese 30 Minuten Fahrzeit berechnet und ein Einzugsgebiet bestimmt. Hier haben sich unterschiedliche Ergebnisse anhand der Bewertungskriterien gezeigt. Wir haben für jeden der vier Standortoptionen diese 30 Minuten Erreichbarkeit untersucht und die Bewertungskriterien haben hier unterschiedliche Ergebnisse gezeigt. Bezogen auf die Einwohner, die innerhalb von 30 Minuten einen der Standorte erreichen können, hat F4 die größte Einwohneranzahl erreicht mit bis zu 185.000 Einwohnern. Auch das Fallpotenzial mit 45.000 potenziellen Fällen
ist hier am höchsten. Hinsichtlich der Einwohner aus dem Heidekreis ist der Standort D4 hervorgetreten. Neben der Erreichbarkeit anhand von 30 Minuten für die wohnortnahe Grundversorgung haben wir uns auch mit der Erreichbarkeit von verschiedenen Notfallszenarien beschäftigt. Bei diesem Szenario haben wir aus Sicht des Patienten die Fahrzeiten zum nächstgelegenen Klinikstandort mit einer Notfallversorgung zu verschiedenen Notfallindikationen untersucht. Wir haben uns zunächst auf Basis der Daten des Heidekreisklinikums angeschaut, welches sind die typischen Indikationen für die Patienten im Notfall ins Klinikum kommen und daraus eine Liste von Top-Notfallindikationen herausgearbeitet. Im Anschluss haben wir geschaut, welche der umliegenden Kliniken neben den vier Standortoptionen können diese verschiedenen Notfallindikationen versorgen und stehen als Krankenhaus für eine Notfallversorgung bereit. Dann haben wir den regionalen Erwartungswert zu diesen Indikationen je Postleitzahl bestimmt und die Fahrzeit gewichtet darüber berechnet. Hierbei haben wir zwei Ansätze untersucht. Einerseits haben wir geschaut, wie ist die gewichtete Fahrzeit der Bevölkerung aus dem Heidekreis zu einem nächstgelegenen Krankenhaus der Notfallversorgung hinsichtlich einer dieser Notfallindikationen. Und auf der anderen Seite haben wir geschaut, wie hoch ist der Anteil der Bevölkerung bei einer Fahrzeit von 15 Minuten zu einem nächstgelegenen Krankenhaus mit einer Notfallversorgung. Dabei hat sich herausgestellt, dass hinsichtlich der Erreichbarkeit der Notfallversorgung der Standort F4, insbesondere auch bei typischen Notfallindikationen wie einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall, die niedrigste gewichtete Fahrzeit erweist, das heißt, am schnellsten erreichbar für die Bevölkerung ist. Auch im Hinblick auf den Anteil der Bevölkerung haben wir hier den höchsten Anteil für F4 ausmachen können mit 26,6%. Hinsichtlich der vier Standortoptionen haben wir das Gravitationsmodell angewendet. Hier haben wir beide Varianten, einerseits die Attraktivitätsdominanz und andererseits die Fahrzeitdominanz durchgespielt und geschaut, wie viele Patienten würden einen dieser vier Klinikstandorte wählen. Einerseits aus der Region, das heißt aus dem Kreis Heidekreis und auch überregional aus den umliegenden Kreisen. In der Variante der Fahrzeitdominanz, das heißt im Best Case, bezieht der Standort F4 die meisten Fälle aus dem Heidekreis mit 14.461 Fällen. Und auch weitreichend, das heißt die gesamte Region, auch aus den umliegenden Kreisen, bezieht hier der Standort F4 die meisten Fälle mit über 19.000 Fällen. Anschließend haben wir diese Patientenherkünfte dem regionalen Versorgungsbedarf gegenübergestellt und geschaut, wie hoch ist die Marktausschöpfung der einzelnen Standortoptionen, auch im Hinblick auf die umliegenden Häuser. Dabei haben wir den sogenannten Marktanteil für den Heidekreis wie auch in beiden Varianten für die Fahrzeit und die Attraktivität untersucht. Auch hier lässt sich wieder für den Standort F4 in beiden Varianten der höchste Marktanteil innerhalb des Heidekreises erkennen. Bei einer Fahrzeitdominanz erreicht der Standort F4 mit 43% den höchsten Marktanteil, bei einer Attraktivitätsdominanz mit 32%. Diese verschiedenen Bewertungskriterien haben wir letztlich in einer Ergebnismatrix für alle vier Standorte gegenübergestellt und daraus hat sich folgendes Bild ergeben. Anhand der Fahrzeiten in Bezug auf die wohnortnahe Grundversorgung, unabhängig vom Versorgungsbedarf und vom Wettbewerb, wäre der Standort F4 für die Bevölkerung des Heidekreises mit einer Fahrzeit von 22,6 Minuten am schnellsten erreichbar. Auch bei der Analyse der Fahrzeiten im Zusammenhang mit der Notfallversorgung zeigt die Standortoption F4 bei 8 von 12 der Top-Notfallindikationen die schnellste Erreichbarkeit zu einem Krankenhaus der Notfallversorgung für die Bevölkerung im Heidekreis. Bezogen auf die Anteile der Bevölkerung, die im Notfall innerhalb von 15 Minuten ein Krankenhaus mit der Notfallversorgung erreichen würden, bietet sich ebenfalls der Standort F4 am besten an. Mit über 185.000 Einwohnern umfasst das 30-Minuten-Fahrzeitgebiet des Standortes F4 die größte Bevölkerung der Region. Davon sind etwas mehr als 100.000 Einwohner aus dem Heidekreis.
Mit rund 108.000 Einwohnern umfasst das 30-Minuten-Fahrzeitgebiet des Standortes D4 die größte Bevölkerung aus dem Heidekreis. Das höchste Fallpotenzial, das heißt den höchsten Versorgungsbedarf an einem stationären Krankenhausaufkommen innerhalb des 30-Minuten-Fahrzeitgebietes, ergibt sich auch für den Standort F4 mit rund 44.000 Fällen. Bezogen auf die Patientenströme aus dem Heidekreis wie auch aus der Region werden anhand der Modellsimulation sowohl bei einer Fahrzeitdominanz als auch bei einer Attraktivitätsdominanz für den Standort F4 die meisten Patienten ermittelt. Auch im Hinblick auf die Marktausschöpfung erreicht der Standort F4 in beiden Modellvarianten die höchsten Marktanteile im Heidekreis. Die Besonderheit am Standort F4 liegt darin, dass dieser Standort sowohl im Norden über die Kreisstraße als auch im Süden über die Bundesstraße angefahren werden kann. Somit haben wir zwei Straßenanbindungen im Gegensatz beispielsweise zum Standort W1, der dem Standort F4 recht nahe liegt. Dadurch ergeben sich auch höhere Einwohnerzahlen im Hinblick auf das 30-Minuten-Einzugsgebiet für den Standort F4. Wir haben auch untersucht, wie sich die Bevölkerungsstrukturen im Heidekreis bis 2030 verändern werden. Daraus hat sich eine Prognose ergeben, die die Entwicklung der Bevölkerung anhand von drei Gruppen zeigt. Einerseits der jungen Bevölkerung, der Kinder und Jugendlichen, der Erwachsenenbevölkerung und der älteren Bevölkerung ab 65 Jahren. Dabei ist zu beobachten, dass insbesondere die Bevölkerung der älteren Menschen ab 65 Jahre im Heidekreis um 18,4% bis 2030 zunimmt. Auch die jüngere Bevölkerung der Kinder und Jugendlichen weist eine Zunahme von 4,9% bis 2030 auf. Im Bereich der Bevölkerungsgruppe der Erwachsenen ist ein leichter Rückgang der Bevölkerung um 2% erkennbar. Dieser liegt jedoch deutlich unter den 7,6%, die bundesweit innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe abnehmen. Im Hinblick auf die Prognosen lässt sich also erkennen, dass der Heidekreis ein bevölkerungsstabiler Landkreis ist. Für Gesundheitsdienstleister ist es natürlich nicht nur wichtig zu wissen, wie wird sich die Bevölkerung bis 2030 verändern, sondern auch, welche Erkrankungsgruppen ergeben sich daraus. Dafür haben wir den Versorgungsbedarf anhand des stationären Krankenhausfallaufkommens anhand verschiedener Leistungsbereiche näher untersucht. Für den Heidekreis ergibt sich aus den Analysen ein Wachstum des stationären Bedarfs um 8,8%. Ein hohes medizinisches Potenzial lässt sich hier vor allem in Erkrankungsgruppen erkennen, die die ältere Bevölkerung betreffen. Dies umfasst Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Atemwegserkrankungen. Aufgrund des deutlichen Wachstums, insbesondere der älteren Bevölkerung im Heidekreis bis 2030, ist der Geschäftsführer der Heidekreiskliniken, Herr Dr. Rogge, mit der Frage an uns herangetreten, was dies denn auch für den Pflegebedarf im Heidekreis bis 2030 bedeutet. Unsere Analysen zeigen, dass bis 2030 eine deutliche Steigerung des Pflegeversorgungsbedarfs in der vollstationären Dauer- und Kurzzeitpflege wie auch in der teilstationären Pflege erkennbar wird. Bis zum Bezug des geplanten Krankenhausneubaus in 2026 lässt sich beispielsweise ein Zuwachs um 305 Pflegebedürftige in der vollstationären Dauerpflege erkennen. Bis 2030 sind es sogar 424 Pflegebedürftige.